irgendwelche Tiere, Erreger oder was auch immer, ist ein Fremdeiweiß und unser Immunsystem ist darauf programmiert, sich dagegen zu wehren. Und jetzt Insekten essen wir in der Regel nicht, ist zumindest in unserer Kultur hier in Europa nicht unbedingt das Basisernährungsprinzip, ist also nicht irgendwie in unserem Immunsystem verankert, gespeichert, gelernt. Und wenn jetzt auf einmal neue Proteine dazukommen, kann man aus meiner Sicht nicht behaupten, dass man von vornherein weiß, dass das unproblematisch ist. Es gibt sicher Leute, die es problemlos vertragen, aber es mag dann eine ganze Menge Leute geben, die auf diese Insektenproteine auf einmal falsch reagieren, seien es Unverträglichkeiten, das dann eher mühsam, aber möglicherweise auch Triggern von Autoimmunreaktionen, dass also irgendwo durch dieses Fremdprotein ein Prozess ins Laufen kommt und nachdem greift dann das Immunsystem meine Schilddrüse an oder irgend sowas.